Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Lackflug. Freunde, heute gibt es mal ein Video außer der Reihe, ein was völlig anderes als wir normalerweise machen. Als Autoliebhaber, ja, wir haben uns hier versammelt und haben uns Gedanken gemacht, was sind eigentlich die hässlichsten Autos, die so produziert wurden. Und das machen wir nicht ohne Grund, weil, wie gesagt, wir sind ja eigentlich Liebhaber von Fahrzeugen, aber wir wollen ein Auto zerstören. Und ja, das darf natürlich kein Auto sein, wo es uns sehr leid darum tut, sondern genau. Es soll eher Freude machen, dieses Auto zu zerstören. Und wir wollen es halt nicht einfach zerstören, sondern das ist quasi im Dienste der Wissenschaft. Wir wollen verschiedene Beschichtungen testen, gucken, was können Lacke ab, was können, wie gesagt, verschiedene Beschichtungen ab, wie zum Beispiel diese Protector Raptor Geschichten, kennt ihr alle, was kann sowas ab, und da wird natürlich so ein Fahrzeug drunter leiden, und wir haben noch viele andere Ideen. Wenn ihr natürlich auch Ideen habt, dann könnt ihr die sehr, sehr gerne mit einbringen. Im Zeitalter der Elektromobilität können wir fast sagen, so viele Autos, die jetzt mittlerweile neu sind, die hässlich sind, die können wir gar nicht alle mit einbringen. Nee. Das sind aber auch Autos, die für uns rausfallen, weil ich würde jetzt kein Auto kaufen, was sehr teuer ist und ein Elektroauto sowieso nicht, weil das ist auch einfach zu gefährlich, da Scherze mitzumachen. Ich glaube, deshalb fange ich mit dem Auto auch an. Wenn man von hässlichen Autos spricht, Matze, welches Auto meine ich? Lass mich raten. Multipler? Multipler Fiat. Ich glaube, jeder, der sagt, ein hässliches Auto, Multipler Fiat. Vorne diese Nase, du hast vorhin gesagt, das sieht aus, als wenn zwei Autos zusammengeschweißt sind. So eine Limousine und obendrauf nochmal ein Kleinwagen rangeschweißt. Ja, wie die Verrückten, die damals bei diesen Mercedes-Transportern noch so einen Wohnwagen hinten drauf gebastelt haben. Ja, oder so. Starten, ne? Ja, genau. Ja. Ja, oder so. Genauso. Unmögliches Auto ist hier nochmal eingeblendet für euch, multiplafiert. Wobei ich auch schon mal geguckt habe, es gibt halt einen Markt, es gibt Leute, die stehen auf diese Autos. Mich erinnert das auch mal so ein bisschen an Wal, ey, mit diesen Augen, die da vorne dran sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr wildes Auto. Die sind aber gar nicht mehr so billig. Ja. Ja, ich glaube, viele haben sich Mühe gegeben, dass die schnell weggepresst wurden. Ja. Und die noch übrig sind, das sind halt Liebhaberautos mittlerweile. Ja. Und es ist ja auch praktisch, ne, mit drei Sitzen vorne. Insofern ist das schon ein sehr praktisches Auto vom Raum her. Aber sonst glaube ich auch. Ja, aber stell mal vor, Basti, du und ich vorne zu dritt. Ja. Das ist ja kuscheln. Ja. Und dann muss noch einer schalten, der in der Mitte. Aber da kommt noch ein Auto, wo wir dann zu zweit vorne schon alleine. Ja, generell, Freunde, lieben wir ja Autos und wollen sie möglichst lange erhalten und pflegen. Und um so ein Auto natürlich auch technisch zu pflegen, instand zu halten, haben wir heute wieder ein tolles Placement, und zwar den Kali-Adapter. Wir haben ihn schon mal vorgestellt, kam sehr gut an, und zwar ist das ein im Grunde Auslesestick, der ganz klein, platzsparend ist. Den kannst du immer dabei haben für unterwegs. Den koppelst du mit deinem Handy, du steckst ihn einfach in deinen OBD-Anschluss rein, aber ich glaube, das zeigen wir euch einfach, oder? Als allererstes lädst du dir die Kali-App runter und registrierst dich. Jetzt wählst du in der App dein Fahrzeug aus. Jetzt wird der Kali-Stick in das ODB-Port eingesteckt. Zack. Und schon fängt er an zu blinken. Und jetzt können wir uns verbinden. Wichtig fürs Verbinden ist natürlich, dass das Bluetooth aktiviert ist und die Zündung am Fahrzeug eingeschaltet ist. Jetzt können wir eine Diagnose starten. Es war ja klar, mein edel Audi, ne? Null Fehler gefunden, alles schick. Hab ich ja repariert, muss ja laufen. Du kannst aber nicht nur die Diagnose durchführen, das heißt
auf die Fehlersuche gehen, sondern du kannst auch Serviceintervalle etc. zurücksetzen. Wenn du zum Beispiel selber einen Service, einen Ölwechsel etc. machst, dann kannst du das selber zurückschalten. Und was es auch gibt, was richtig cool ist, Smart Mechanik. Es ist ja so, du bist unterwegs, deine Motorkontrollleuchte leuchtet. So, du sagst erstmal Mist, was ist los etc. Normalerweise würdest du stehen bleiben und gar nicht mehr fahren. Dann kannst du aber auslesen, gucken, was ist der Fehler, und Smart Mechanik sagt dir sogar, was du dafür tun musst, um den Fehler zu beheben. Genau. Und das heißt, vielleicht kannst du es sogar vor Ort beheben. Glück, ja. Du kannst aber dann auch gucken, wenn du weißt, was es für ein Fehler ist. Genau. Ist es jetzt gefährlich, damit weiterzufahren oder nicht? Das heißt, diese Funktion finde ich sehr hilfreich. Auf jeden Fall, Freunde, wenn ihr euch auch für einen Kali-Adapter entscheiden möchtet, dann könnt ihr auf den Link in der Videobeschreibung gehen, und wenn ihr unseren Rabattcode LUCKFLOW eingibt, dann könnt ihr sogar noch 15% sparen. Und jetzt erstmal weiter viel Spaß mit dem Video. Dann gibt es noch ein Auto, was auch gar nicht mal so wunderschön ist. Ich glaube, fast jeder Hersteller hat so seine Ausreißer. Und zwar der Suzuki Wagon Air. der ist schmaler, als er hoch ist. Ja. Und der... Soll ich mal was erzählen? Ja. Der Opa Federlichsalz hatte mal so einen, und ich fand den damals schon so hässlich mit dem Handtuchhalter hinten als Heckgriff. Grausam. Ja. Und als ich ihm auf dem Weg hierher war, habe ich schon überlegt, und dann ist der mir sofort mit eingefallen. Der ist so grausam. Suzuki Wagon Air, nochmal eingeblendet. Tatsächlich ist das, den wir eingeblendet haben, die erste Generation Wagon Air. Danach gab es nämlich noch einen Wagon Air, der aber baugleich ist mit einem anderen, gar nicht mal so schönen Auto, und zwar mit dem Blitz Opel Agila. Ja. Ne? Und Agila ist ja schon quasi abgeleitet von Agli, also ist auf jeden Fall schon mal sehr hässlich. Ja. Das heißt, das wäre beides so eine Variante, ne? Der Wagon Air zweite Generation oder Opel Agli. Ich wüsste noch mal. Na. Daihatsu Move. Der ist genauso hässlich, genauso wie dieser Agila oder Wagon Air, auch so ein hoher. Daihatsu Move. Habe ich tatsächlich gar nicht vor Augen, suchen wir aus, blenden wir ein, zack, das ist das Schöne am Schneiden. Und wenn wir schon bei Daihatsu sind, der Core. Core, ja. Weißt du, wobei, da sitzt auf dem Fahrersitz und kannst rechts und links die Arme raushalten. Ja, genau. Den habe ich tatsächlich auch rausgesucht, aber ich habe ihn hier nicht auf der Liste, weil ich fand den nicht ganz so schlimm. So, dann, ein Hab mich lieb Auto. Wie heißt er? Mazda 121. Oh. Mazda 121. Der sieht aus, ich weiß nicht, wie so ein Elefantenrollschuh. Ja. Könnte man sagen, ne? Hier ist der Move. Ja, oh, der ist auch sehr hässlich. Der ist auch sehr hässlich. Haben wir eingeblendet. Sehr gut. Kannst du beim Screenshot schicken. Ja. Du meinst das Ei von Mazda? Ja. Den haben sie ja dann nochmal eine Neuauflage gemacht, die zweite Generation, das war ja dann baugleich mit dem Fiesta. Genau, ja. Ne, da hieß dann, das weiß ich daher, ich habe ja damals bei Ford gelernt, und die sind ja auf einer Palette gebaut worden sozusagen, und dann hatten wir das manchmal, dann haben sie den Fiesta angeliefert und im Kofferraum lagen Mazda Radkappen. Okay. Da hast du schon gewusst, die werden in einem Werk gebaut. Ja. Ne? Katastrophe, Alter. Aber das Auto davor, also der Vorgänger, der 121, das war ja so ein Ei-Auto, den gab es ja dann noch mit dem Faltdach. Grausam. Und dann am besten noch Teddybär-Radkappen. Ja, auch. Da war ja auch Klassiker in den 90ern, wie auch den ganzen Twingos und so, diese komischen Teddybär-Radkappen. Das hatten sie ja alle. Aber ein Faltdach brauchen wir nicht. Also Faltdach brauchen wir nicht, weil wir haben eine Sache vor. Was brauchen wir mit dem Dach? Genau, da dürfen wir noch nicht drüber sprechen. Genau, aber Secret. Faltdach darf man nicht haben. Secret. Das kann ich dann später mal falten. Genau. Dann habe ich noch ein Auto, da muss ich euch tatsächlich ein Bild von hinten einblenden und ein Bild von vorne, weil ich nicht entscheiden kann, von welcher Seite er einfach hässlicher ist. Und zwar ist das der Renault Velatis. Ja. Der hat hinten so einen komischen Buckel als Heck und die Front, als wenn die Scheinwerfer verkehrt rum eingebaut sind. Ja. Ja. Hässliches Auto. Ganz, ganz.
Ne? Ganz gruselig. Lieber Gott, schützt mich vor Sturm und Wind und Autos, die aus Frankreich sind. Und ja, Elchtest. Ja, ja. A-Klasse. Widerlich. Erste Generation A-Klasse. Widerlich. Man hat, also als das Ding rauskam damals, da habe ich, da stand ich dann und war fassungslos. Ich dachte, das können die nicht ernst meinen. Und dann sind die Dinger noch immer umgefallen. Ja, und vor allen Dingen, ich dachte immer, ich musste, mein Nachbar hatte mal so, und ich sollte ihm mal helfen, seine Zündkerzen zu wechseln. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du so einen Frontschaden, weil der Motor halb vorne und halb unterm Auto verbaut war, auch mit der Lichtmaschine und dem ganzen Scheiß. Alter, und, ein widerliches Auto. Und dann war es ja noch so, dass die gesagt haben, ja, das ist für ältere Leute schön zum Einsteigen, weil die so hoch ist. Ja. Aber die haben ja die Batterie im Fahrerfußraum. Ja, richtig. Und du hast so einen Einstieg und das Auto fährt sich so schrecklich. Das ist also, wir hatten früher mal viele Kunden, die damit kamen, die dauernd irgendwo gegengefahren sind. Und ich glaube, das war einfach gar nicht, weil sie schlecht Auto fahren konnten, sondern weil dieses Auto sich so schlecht gefahren hat. Ja. Ich fand es furchtbar. Und dann haben sie noch einen oben drauf gelegt und haben das Ding mit der Luftpumpe bearbeitet. Und dabei ist der Mercedes Aveo entstanden. Ja. Der hat die gleiche Front wie die A-Klasse. Und so, ne? Ich habe mich gar nicht informiert, wie das damals im Elchtest war. Wenn die A-Klasse schon umgefallen ist, was ist denn damit eigentlich passiert? Oder haben sie das gar nicht als Auto gebaut, sondern als Hochhaus? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Und dann habe ich noch ein, sind wir wieder beim Thema Autos, die aus Frankreich sind. Citroën C6. Ja. Es sieht aus für mich, als wenn das so ein Kaugummi-Auto oder so, die das Auto gebaut hat und dann ist hinten so eine Blase aus dem Heck rausgekommen. Unmöglich, das Auto. Aber auch von hinten wie von vorne. Weißt du, welches Auto mir auch einfällt? Die haben ja auch irgendwie sich eingekauft bei Mercedes, also zumindest die Motoren aus dem ML, SsangYong als Geländewagen. Ja, die sahen ein bisschen aus mit diesen eingeschweißten Heck sah das aus, als Kombi sozusagen, oder SUV-Kombi. Oh, grausam, ekelhaft. Ja, dann ein Auto, was ich finde, sieht aus wie ein Plastik-Handstaubsauger. Und zwar Smart 4-4. Der hat der ist ja zweifarbig und dann haben sie die Karosse und haben vorne diese Haube da so raufgeschoben. Und das erinnert mich so. Oh, da baut immer ein Auto, was genauso aussieht. Ja, war es günstig zu reparieren, ne? Gehst einfach zu Aldi, kaufst dir ein paar Joghurt und schmeißt den Auto. Genau. Ne? Ja. Und jetzt kommt Bastis liebstes Auto. Das hat Basti gestern rausgesucht. Wie heißt der? Das weiß ich nicht. Was war das? Daihatsu. Hi-Jet. Ja. Jet. Also ein Jet ist für mich stromlinienförmig, aber das Ding. Das ist wie so ein Bus. Wir blenden das auch ein. Ach, die Dinger. Das ist so ein ganz schmaler Bus. Ja. Was macht man mit so einem Auto? Aber das ist ein Raumwunder. Den habe ich gesehen, gibt es sogar als Camper. Ja, und also wenn dir ein VW-Bus zu teuer ist, dann holst du dir einfach so einen schönen Hi-Jet. Die gibt es auch von Suzuki und ohne Scheiß, auch wenn das nicht unser Geschmack ist, ne? Aber es gibt eine Community, die motzen diese kleinen Minivans auf. Ja. Und da gibt es ja dieses Ding auch von Subaru, dieser Libre, das ist ja auch so ein Mini-Allrad-Van mit so einem Fensterbus. Stimmt, ja, mit den Fenstern. Dieser Libre, der gab es sogar mit Bullfinger und so Kiesel. Ja. Der hat auch so einen 1,3 Liter Dreizylinder-Motor. Aber was will man damit? Das ist, da kannst du transportieren. Das sind ganz schmale Leute. Die Fahrzeuge kommen ja aus dem asiatischen Raum. Ja. Die sind ja nicht, ich sag mal, nicht so wohlgenährt wie wir Europäer. Wir würden vorne einsitzen. Also da passt eine ganze Familie rein mit 7 Kindern. Matze würde direkt mit einem Fuß alle Pedale treten. Ja, richtig. Stell dir mal vor, wir würden damit fahren, was weiß ich, zum Nürburgring oder Hockenheim bringen. Ja, was willst du da machen? Ja, dann brauchst du erstmal einen Chiropraktiker, um rauszukommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, überleg mal. Den gibt es ja auch mit Ladefläche als Mini-Pickup. Habe ich schon gesehen. Ja. Verrückt. Und der zwei Sitze vorne, dann hinten. Ich glaube nicht, dass das eine Dreiersitzbank sein wird. Ich weiß es nicht. Doch, aber stell dir das mal vor. Nicht für Europäer. Und dann hast du hinten vielleicht noch eine Sitzbank. Ich meine, das ist ja, wenn du da mit 9 Mann drin, oder 8 Mann drin sitzt oder so, das wie willst du das machen? Ja, was auch eine Sünde ist, kennt ihr den, jetzt wo wir gerade anfangen, Mitsubishi Colt CZC. Das ist so ein abgehacktes Cabrio Coupé.
Weißt du, mit so einem Stahlhubdach, das sieht ja schon so komisch SSR aus. Das geht so hoch. Ja, das sieht auch 206 ganz schlimm aus. Dann haben wir jetzt ganz schlimm. Dann hast du noch ein Auto genannt. Audi A2, ein potthässliges Auto. Das ist das Schlimmste von allen. Ja, und die haben auch A2. Eine Community, ne? Da sind auch viele, weil das innovativ war, das Auto. Ja, aber war ganz ehrlich, der war wirklich hässlich. Ja, kann ich auch sagen. Allein das ist ja die Diesel und dann die Dreizylinder, ne? Das ist ja, ich weiß, Dreizylinder. Aber das Coole ist, was ich. Die laufen, ne? Du kannst die Motorhaube komplett abnehmen, beiseite stellen. Ja, das ist richtig. Ne? Das geht, aber ansonsten. Das fest das Auto nicht. Aber das macht das Auto auch nicht wieder wett. Das ist trotzdem hässlich. Was sie sich dabei gedacht haben, ich habe keine Ahnung. Ja. Das war auch nur so ein Einmalding von Audi, ne? Ja. So und dann wieder. Das ist, was ich sage, ne? Irgendwie hatte jeder Autohersteller irgendwie so eine Ausreißer. Aber dann finde ich auch wieder, auch wenn wir uns nicht kaufen würden und so, aber zum Beispiel Audi A3 Cabrio. Das Neuere finde ich auch nicht so schön. Ich schon. Das passt. Aber das gehört für mich hier nicht in die Liste. Nee. Was ist zwar moderner, aber finde ich auch nicht. Vergleich das mal hier, was ich hier als nächstes habe. Ne? Deu Matiz. Ey. Und zwar später wurde das ja Chevrolet Matiz. Ja. Die waren zwar auch nicht schön, aber das erste Deu-Modell. Unmöglich. Da haben die doch auch immer auf die Scheinwerfer, weil diese rund waren, immer diese Wimpern geklebt. Ja, genau. Ganz schlimmes Auto. Für den ganz schön. Mal eine Idee, ne? Ja, und das sind eigentlich die Autos, die wir jetzt so, die uns eingefallen sind, die erschwinglich sind und hässlich. Und Audi A2 ist auch noch nicht erschwinglich, aber. Nee, aber ist trotzdem hässlich. Ja, das heißt, die Frage an euch: Hat vielleicht jemand so ein Auto, ihr dürft das auch ruhig zugeben, dass ihr so ein Auto habt? Ja, wir werden nicht urteilen. Für uns ist halt wichtig, das Auto sollte irgendwie noch fahren, und wenn es auf 3 Pötten ist, wo wir über 3 Zylinder sind. Also es sollte irgendwie fahrbar sein, es muss nicht unbedingt TÜV haben. Wie gesagt, wir möchten halt das schon mal bewegen und vielleicht mal, wir müssen es ja richtig testen, dafür muss es ja auch fahren können. Kann es sich später nicht mehr bewegen. Genau, vielleicht fährt es später auch nicht mehr. Also wenn ihr vielleicht so ein Auto noch stehen habt und sagt, ist günstig abzugeben, dann meldet euch gerne. Und wenn ihr Ideen habt, was ihr sehen wollt, was wir testen sollen, wie zum Beispiel, was wir ja schon gesagt haben, Raptor-Beschichtung, Schlag, Kratz, Stoß, Schutz, Schussfestigkeit, etc. Schutzfestigkeit, so. Wenn ihr da noch Ideen habt, immer gerne her damit. Ja, wir müssen das Auto natürlich auch aufbrauchen quasi. Ja, dann nehmen wir eine Zwille mit Stahlkugeln, Schussbeschiff. Alles. Ja. Ja, also wir haben schon viele Ideen, das wollen wir natürlich nicht alles verraten. Schreibt ihr mal in die Kommentare, fallen euch noch hässliche Autos ein? Ja. Welches ist für euch das hässlichste Auto? Und wie gesagt, wenn ihr hässliche Autos abzugeben habt, dann sagt uns gerne Bescheid. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bald mit einem wunderschön. Neuen Projekt. Genau. Lasst auf jeden Fall donnert hier Likes rein, dass sich das Ganze auch lohnt, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist natürlich kein Kundenauftrag, sondern das ist alles Zeit, die wir investieren müssen. Das heißt, dafür brauchen wir eure Unterstützung, Likes, Daumen, Kommentare ohne Ende. Und wie gesagt, es reicht auch ein Smiley, eine Rakete oder was auch immer. Da muss gar kein großer Text sein. Teilt das gerne mit euren Freunden. Auch nochmal für Max den Teddybär in die Kommentare. Ja. Teddybär für Max. Das ist Teddybär für Max. So, Freunde. Für die neuen Mythbusters hier. Ja. So. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald. Peace.